So, Song zu Ende. Da bietet sich das ja an, zu starten. Willkommen, willkommen, willkommen. Gibt es eine neue Runde Ark? Oder die Fortsetzung? Mal gucken, ob wir einen Server finden. 300.3. Sollte eigentlich auf dem Server auch sein, die Version. Jupp, 300.3. Warum kann ich hier nicht Favoriten auswählen? Nicht mal abbrechen kann man hier klicken. Jetzt. Charlie's World. Warum habe ich den noch in den Favoriten? Entfernen. Da ist er. Schauen wir mal, ob das Passwort richtig ist. Scheint nur letzte am Leben zu sein. Essen haben wir auch noch. So, mal gucken, was heute der Plan ist. Was habe ich denn alles geforscht? Eine Bola habe ich schon. Ledersachen. Könnte man schon die ersten Ledersachen vielleicht bauen, ne? Mal gucken, wie viel Leder ich habe. Das könnte schon reichen. Fasern brauche ich auch, okay. So, ist man schon ein klein bisschen mehr geschützt. Mehr kann ich auch noch nicht. So. Hey, cool. Dann werde ich mal rüberschwimmen. Vielleicht kann ich den schon aufheben. Den Strahl. Die
Der Ole Bronto geht mir immer noch auf den Keks, ey. Der hier rumtappelt. Ich ein bisschen explorieren gehe, gucken. Ach, das Mikro wollte ich auch noch ausschalten. Wo habe ich denn hier die Map? Oder das M? Okay. Da geht's weiter und da geht's auch weiter. Da wird es warm, glaube ich. Essen habe ich eigentlich genug. Was habe ich denn jetzt in der Tasche? Ein bisschen Holz, ein bisschen. Na, das können wir noch ablegen. Schon mal positiv, dass hier keine Piranhas rumschwimmen, ne? Werde ich mir noch ein bisschen Fleisch einstecken. Alles hier abladen. So. Hält alles noch ewig. Mal die Stacks hier wieder voll machen. Steckt da das nicht in dem Schrank? Okay. So, so, so. Essen wir kurzerhand auf, dann sind wir auch satt. Aber mit dem Gewicht bin ich noch nicht so zufrieden. 4 Kilo bei. Er zeigt 44 an. Ist das denn insgesamt oder sind die Klamotten? Ach so, die Klamotten wiegen auch noch. 44 kommt trotzdem nicht hin. Wo habe ich dieses Gewicht versteckt? Ist es das? 3 Kilo. 2 Kilo. 2 Kilo. 10. 15. Der Bogen. 7. ...22, 23, 25, 27, 30, 34,6. Und ja, dann 10 Kilo hin. Und das die Klamotten? Das sind denn die Klamotten, okay. Dann macht das Sinn. Dann macht das Sinn. So viel Scheiß wird man schon rumschleppt, ne? Geh mal an der Küste lang. Mal sehen, was man denn so alles entdeckt. Hier ist mir heiß. Dann kann ich auch immer gleich trinken.
Mal zur Sicherheit mein Speer auspacken. Bei meinem Glück treffe ich ja gleich auf einen Raptor. Schon mal ein bisschen erkunden die Insel, was hier so alles gibt. Eigentlich müsste mir ja schon bekannt vorkommen. Na, schauen wir mal. Wenn hier Dodos rumlaufen, dann ist auf jeden Fall kein Raptor in der Nähe. Das andere Vieh ist weggerannt. Hat mir mein Essen geklaut. Die Drecksau. Wo bist du hingerannt? Du bist das gewesen, ne? Hat er mir auch noch mein Rotfleisch geklaut. Die olle Ratte. Gibt ja nicht. Nur Diebe überall. Sollte mir vielleicht ein Floß bauen. Aber irgendwie kommt mir das schon bekannt vor. Ich habe da schon so eine Ahnung, wo ich bin. Eine leichte Ahnung, wo ich bin, habe ich schon. Wo sie mich angreifen, greife ich sie an, ne? Was ist das da vorne? Das sieht tot aus. Das ist bestimmt nicht umsonst tot. Irgendwas schwimmt hier drin rum, ne? Delfin? Da schwimmt eine Schildkröte? Sagt da hinten Hai. Also ein Floß wäre nicht schlecht, ne? Wäre schon total perfekt. Ich habe nämlich schon so eine Ahnung, wo ich bin. Ah.
Wie weit habe ich es denn noch bis Level Up? Endlich brauche ich bloß noch ein paar Viecher töten. Ich mache mich mal auf den Rückweg. Dann werde ich mir ein Floß bauen. Kann die Umgebung dann mit dem Floß erkunden. Den Weg kann ich ja noch ein paar Dodos töten oder so. Also, weil ich das in Erinnerung habe, gibt es hier sogar noch irgendwo Öl. Ah, da dreht sich schon ein Haikreise. Genau, da ist eine Ölquelle. Lauft. Der Dodo schlechter ist da. Schon coole Mechaniken. Könnt ihr jetzt den Körper von so einem toten Dodo hochgreifen und ins Wasser ziehen, dann kommt der Hai an, weil er riecht. Blut. Aber ich den Hai zurzeit noch nicht gebrauchen kann. Level 17 und dreimal zugestochen, ist er tot. Okay. Dann hauen wir den Lykosaurus noch um. Gibt alles XP. Hau ab. Zauberdodo. Bist du für ein Level? Level 4. Wow, mein Speer ist kaputt. Gib meine Pfeile zurück.
Ja, läuft, ne? Voll der Schlechter hier des Strandes. So ein Trike mache ich besser nicht an. Was brauche ich hier? Stein und Holz. Holz. Holz hacken wir hier. Ichthyosaurus klaute dir rohes Fleisch. Na, davon habe ich genug. Da ist jetzt nicht so wild. Steckst du fest? Aha. Feststecken ist eine Todesfalle in der freien Natur. So, machen wir Gewicht, Gesundheit oder Nahkampfschaden. Hm. Fast sagen Gewicht. Wo ist das Floß? Hier nicht. Oder Trug. Hab ich bestimmt schon wieder drüber gescrollt. Hm. Da ist das Floß. 11 brauche ich. Erforscht. 125 Fasern, 250 Holz, 77 Leder. Leder, okay. Fasern 125 und Holz. Dann fangen wir mal an. Ich glaube bald die ganzen Bären und so, das wird dann zu schwer. Habe ich mein Level, jetzt brauche ich den Dodo nicht mehr töten. War ja nur wegen XP-Punkte. Und vielleicht kommt ja dabei noch, kommen da noch ein paar Narkobären mit raus, dann kann ich da auch schon mal mein verdorbenes Fleisch mit vergrinden.
Ja, doch, ein paar kommen raus. Jetzt habe ich ihn jetzt an Faserloch, das reicht ja schon. Wahrscheinlich habe ich sogar so viel anderen Kram in der Tasche, weil ich zu schwer bin dann gleich. Jupp. Sieht fast so aus. Habe ich doch noch Stimbeeren gegessen? So. Essen wir erstmal die ganzen Sachen, dann passt noch ein bisschen mehr Holz rein. Ist noch nicht wirklich Holz nachgewachsen von meiner Fellaktion gestern. Holz. Uff. So viel kann ich jetzt nicht mitschleppen. Muss ich was in die Kiste packen. Wäre der so stehen geblieben, hätte ich den gar nicht gesehen. Ey. Der war so gut getarnt. Nicht alles reinpassen. Ja, zumindest können wir schon mal die Narkobären wegdrehen. Naja, viel ist nicht. Das war's schon wieder. Können wir noch das Steinzeug vermalen? Als Essig hat verdorbene Fleisch aus Versehen. So, kann ich noch essen? Nicht weiter. Das da rein tun. Nehmen wir die Beeren noch aus. Geht das ja erstmal eine Weile.
Essen wir halt auf. Nom 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 nom. Schmeißen wir weg. Sollte reichen. Der Rest kann da rein. Hallo? Wohl, okay. Schmeißen wir das da rein, das da rein, das da rein, das, das, das. Das auch. Trotzdem bin ich fast überladen. Hm. Nicht 184. Wenn ich 100 rauslege. Ach, holen wir einfach noch einen Schwung. Holz kann man nie genug haben. Immer nach dem Motto, was mich nicht sehen kann, kann mich nicht essen. Der Nebel kommt mir zugute. '91, das sollte schon reichen. Sollte schon reichen. Eieiei, hat er gezeckt. Mit hohen Sprünge muss man aufpassen. So, Leder. Nehmen wir den Stack. Nehmen wir das. Nehmen wir noch ein Holz, dann haben wir 214. Nehmen wir noch so und dann müsste das reichen. Das bringt bestimmt ordentlich Punkte. 1781. Hey. Nehmen wir da, was nehmen wir da? Gewicht oder? Kann ich die restlichen Klamotten forschen, ne? Gut. Sonst noch was? Könnte man noch hier brauchen. Noch bin ich ja nicht so weit, dass ich Ofen und so was forschen kann. Das wäre schon cool. Holztisch, Holzbank. Werkbank, Schmelzofen, doch. Oh nee, habe ich nicht genug.
Erforschen schon mal die Metallaxt. Andere Ding, das kann ich schon. Oder dat, da habe ich schon eine von. Schmelzofen, ja. Voll überladen. So. Da vielleicht noch irgendwelche Kisten aufbauen, wegen Beute sichern und so. Kann ich da so einen Schrank herstellen? Geht mir Holz. Für Kiste hätte ich hier noch eine, nicht für zwei. Hm. Können wir erstmal die fehlenden Sachen bauen. Könnte man sich noch ein Bett mit draufstellen, genau. Falls ich mal irgendwas gegessen hat. Konnte man hier nicht das Segel einziehen und wieder setzen? So, mit der Maus lenkt man, ja, stimmt. Da war was. Und rückwärts kann man nicht. Okay, das war auch zu beachten. Ich glaube, wir hatten da sogar Foundations drauf gebaut damals. Drecksvieh, hau ab. Ja, im Dunkeln, voll unfair, das Vieh.
bist du? Hugh Killen stand ja da. Er muss irgendwo runtergefallen sein. Wo ist er? Wo ist er? Drecksvieh. Ich bin ja ganz friedlich gewesen, aber der olle Vogel hat angefangen. Was fehlt denn hier schon wieder? Oh, Feuerstein. Hoffentlich nicht in meiner Nähe. Arschdunkel. Hier stelle eine Foundation her. Strohfasern für den Rest reicht es nicht. Stroh haben wir jetzt. Ein paar Fasern sammeln. Sollte reichen. Mal lieber ein bisschen mehr sammeln, als man braucht, ne? Ich jetzt schon die zweite gebaut? Nee. Oh nee, ne? Habe ich ein Holzdach gebaut? Verdammt. Schmeißen wir weg. Und woran scheitert es ja immer, ne? Reicht das jetzt? Gut.
kriege ich das Ding ein bisschen größer gebaut, glaube ich. Theoretisch würden da noch zwei aufpassen. Also reicht das mal. Denn auch Material sammeln für zwei Schränke. Im Stock duschen ist halt immer schwierig. Geht noch Stroh. Was kriegen wir hin? Wieder Holz und Stroh. Dreißig Stroh gereicht. Ja, ein bisschen Holz noch. Wunderbar. Laufe ich in die falsche Richtung? Oder Wort? Kann ich mich jetzt verlaufen? So, bin der Seite lang. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Nein. So.
Ich glaube sogar, damals auf dem Floß, da hatten wir sogar einen Räucherschrank. Ich mal hier die Narkobären auch noch rein. Dann werden die nicht so schnell schlecht. So, kannst du noch was mitnehmen? Fass uns so nachher erst los, wenn es hell ist. Das ist mir zu gefährlich im Dunkeln. Könnte man gleich noch was kochen, ne? Besser weg, der Dolorex. Gewicht 150. Vielleicht wegen Tauchen noch ein bisschen Sauerstoff, ne? Aber Gesundheit, wenn irgendwas höherleveliges auf mich zukommt, ne, ist auch schon wichtig. Dass man auch ein bisschen einstecken kann. Schere? Wozu ist eine Schere? Ach, Haare und andere Materialien zu schneiden. Oh, Betäubungspfeil. Schmelzofen kann ich leider noch nicht bauen. Hm. 16, 18, hm. Nehmen wir erstmal das und behalten 8 übrig. Da brauche ich den Narkosemittel für. Habe ich ja schon ein bisschen hergestellt. Welche bauen, dann fehlt mir bestimmt Stein, wa? Stein, ich glaube, das braucht ich. Ne, Feuerstein braucht ich, ah. Feuerstein und Stroh. Stein brauche ich gar nicht, wa? Ne, Stein brauche ich nicht. Kann ich zurückpacken. Den kann ich ja schon mal in den
Schredder packen. Da wird der Stein auch gebraucht. Feuerstein. Kommt der denn her? Super. Habe ich schon mal 18 Betäubungspfeile. So, so, so. Erstmal einen Schluck trinken. Ach so, Chat, ne? Wir haben hier bei Sliver. Ja, ist gecrashed. Okay, starten wir neu. Chatprogramm mag das nicht. Jetzt aber. Crasht da gleich wieder. Was ist denn das für Müll? Jetzt. Auf Sliver gibt es eine Verlosung. Und wir haben ja hier noch drei so eine Geschenktruhen, die können wir auch noch verteilen. Wer denn was haben will, der nimmt sich das. Und jetzt trinke ich erstmal was. Ganz trockenen Hals gehabt. Ja, jetzt habe ich eine Idee. Eigentlich müsste ich mir auch mal so einen Wasserschlauch erforschen und auch mal bauen. Fasern und Leder. Spielt zwar nicht unbedingt auf dem Wasser eine Rolle, aber wenn ich dann im Landesinneren ein bisschen rumlaufe, ist das schon ganz gut, wenn man mal zu trinken hat. Gut, hier machen wir auf 8. Dann ziehen wir hier raus. Kann zurück. Immer Gammelfleisch kommt in den Container. Ich wollte das nicht löschen. Bin eigentlich voll. Wie lange braucht der denn noch? Ach egal, zur Not bleibt das Gammelfleisch. Regnet's. Da müsste da was drin sein.
So. Sind wir schon mal unterwegs. Wie gesagt, ich glaube, ich weiß, wo ich bin. The Island haben wir damals zur Genüge gezockt. Ich glaube nämlich da vorne hatten wir unsere Base in der Nähe zu Anfang, Kumpel und ich. Aber eigentlich ist hier immer ein Spino rumgetaucht. Die Ecke hier. Da hinten beginnt der Sumpf. Genau, der Wasserfall hier, der kommt mir sowas von bekannt vor. Da ist ein Raptor. Hier beim Wasserfall hatten wir die Base. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei dem Ding war, ob man da irgendwelche Opfer mitbringen musste oder so. Das weiß ich nur nicht. Können ja da mal hinfahren, gucken. Ich habe ja zur Not auf dem Floß. Ein Spawnpunkt. Und da kommt man irgendwie rüber. Da laufen wir doch glatt mal hin. Aber kann sein, dass da Opfergaben gefordert werden. Natürlich, hier rennt ein Raptor rum. Nicht nur einer, zwei. Die würden mich kalt machen, könnte ich wetten. Hier komme ich nicht hoch. Da hat mich schon einer gesehen.
Hallo. Ist er runtergefallen? Holy shit, ey. Holy shit, das war knapp, ey. Ich glaube, der ist runtergefallen. Sau knapp. Kann man hier irgendwas machen? Achso, da kann man irgendeinen Endgegner spawnen, ne? Was war denn jetzt voll wert, da hinzugehen? Der Raptor ist da runtergefallen, sonst wäre ich jetzt tot. Da schwimmt er. Und sucht nach mir. Ein Glück auf so einer Entfernung. Weiß ja nicht, wo ich bin. Raptor. Warum kann ich damit nicht schießen? Du verdammter Raptor. Wo bist du? Ach da. Ich wüsste, dass hier noch andere Viecher drin sind, ne? Würde ich ja reinspringen. Der müsste jetzt eigentlich ertrinken. Und wenn ich jetzt reinspringe, bin ich wahrscheinlich tot. Wenn da noch andere Viecher drin rumschwimmen. Was zumindest. Aber andererseits. Der tut mir nichts. Höh, eine Qualle. Eine Qualle ist bestimmt nicht so toll.
Das Vieh da unten, das macht mir auch Sorgen. Schnell mal weiter schwimmen. Hoffentlich folgt mir nichts. Oh, hab ich mich erschrocken. Der tut mir ja nichts, der. Die Qualle, das würde mich schon interessieren, was passiert, wenn ich die kalt mache, ne, aber. Folgt die mir? Also die kann man gar nicht betäuben. Natürlich ist Gift, okay. Was auch immer das ist. Konsumgut. Gibt doch noch ein paar Neuigkeiten. Fasern und Holz. Mal darum schwimmt. Hier ist doch wieder tiefer. Ein Hai. Ein Hai. Ich glaube, hier hinten kommt nachher die kalte Region. Und dafür bin ich noch nicht ausgerüstet. Eine Qualle. Hier sind Haie. Komme ich hier überhaupt wieder raus?
Ja, so ein Floß ist gut zum Explorieren und gucken. Mal was essen. Könnt hier kurz an der Seite ranfahren. Wenn hier Dodos sind, dann sollte hier auch nichts Gefährliches sein. Ich mir ein paar. Ach nee, ne? Du willst auch noch eine? Los, komm her. Du willst auch noch was? Pickaxe dich weg. Oh, nochmal. Sechs Kompis. Und gerade nachgucken, was ich brauche. Fasern und Holz. Zurück hier. Feuerstein und Stroh. Hey, ich drehe hier doch durch. Stein. Immer umschauen, sonst ist mit mal irgendwas, was ich essen will, hinter dir. Oh, Bogen haben wir repariert. Was brauche ich denn für Pfeile? Stroh und Feuerstein. Brauche ich mir noch ein paar Pfeile. Man weiß ja nie. Gut, gut. Und trinken wir noch einen Schluck. Füllen unser Dings da wieder auf.
Wir bauen gleich noch mal ein paar Pfeile. Wirkt sich denn ja bestimmt alles aus. Nur die Hälfte zum neuen Level. Ein paar Speere bräuchte ich noch, Fasern. Also ganz ohne Speere fühle ich mich ganz schön nackig. Jetzt hier noch Fasern. Gehen wieder Fasern, ne? So zwei, drei Speere braucht man schon. Holz. Gut. Fühle ich mich schon viel besser. Wieder aufmunitioniert. Stealth. Mal gucken, was hier noch so geht. Ich glaube, ich kann hier auch bloß umdrehen. Weil hier nicht mehr weitergeht. Jupp. Hier kann ich nur noch umdrehen. Kurz auf die Map gucken. Da habe ich schon die halbe Insel umrundet. Wie gesagt, das geht da, glaube ich, nachher weiter mit Kälte. Muss mal gucken. Vielleicht fange ich die Tage noch mal an auf einer anderen Map. Da soll ja jetzt noch eine neue geben. Habe ich gelesen.
Eine Free Expansion Map. Also Island kenne ich eigentlich schon. Wüsste jetzt fast auf Anhieb, wo ein Biberdamm ist. Wenn man halt schon so lange hier gespielt hat drauf, ne? Musste mich erst ein bisschen orientieren. Sieht aus wie eine Ölquelle hier. Aber es schwimmt mir zu viel Hai rum. Hier hinten auf der Ecke war noch eine Insel, noch eine Ölquelle. Hier schwimmt ein Hai. Da muss man ja noch schnell sein und gut tauchen können. Ich glaube, ich fahre hier mal außen rum, weil ich das auch kartografiere. So einen Vogel hatten wir auch mal gezähmt, so ein Albatros. Ist auch wieder eine Ölquelle. Ich glaube, hier sind sogar zwei Ölquellen. Ja, hier waren die zwei Ölquellen. Aber ob ich jetzt meine Basis wiederfinden werde, ich glaube, die ist da gerade zu. Ein bisschen Karte aufdecken.
Oder ist das hier? Warte mal. Hey. Jetzt bin ich verwirrt. Und da kommen? Ich glaube. Ah, ich glaube, von da bin ich gekommen. Da ist das, ja. Da bin ich schon mal fast rumgelaufen. Genau. Hier hinten irgendwo müsste meine Base sein und dann kann ich ja mal gleich an der anderen Küstenseite langfahren, nochmal gucken. Tju, da ist die Base. Schaffe ich das hier rum? Ja. Fahren wir hier mal lang. Geht das hier rein? Das da hinten dann auch Ende. Erforschen wir. Sieht so aus, als ob es da weitergeht, ne? Aber da ist ein Spino. Der Spino, der frisst mein Boot kaputt. Das ist ein Wasserlebewesen. Da fahre ich nicht lang. Essen wir noch einen Happen. Bisschen was auf der Karte freischalten. Ich kann den Felsen erstmal vorbeisegeln, weil wir hängen.
Wie weit kann man da reinfahren? Im Dunkeln will man das auch nicht testen, ne? Wird ja langsam dunkel. Was heißt langsam? Wird schnell arschdunkel. Packe ich meine Fackel aus. Jetzt sehe ich natürlich nicht mehr, was unter Wasser ist. Direkt, was in der unmittelbaren Nähe ist, schwimmt hier, so ein Albatros. Da muss ich irgendwie rumfahren. Komme ich da zwischendurch? Das wäre ja toll. Ich glaube, bei der Insel da hinten waren wir dann auch schon. Da gibt es keinen einzigen Fleischfresser. Nee, schon Level 25. Wo sehe ich das? Okay. Haben wir schon mal die halbe Insel umrundet. Komme ich auch bald in den Bereich, wo es kälter wird. Wieder so eine Frostregion. Kann aber sein, dass das jetzt an der Nacht liegt. Mir kalt ist.
Konnte ich vorher nicht sehen. Eine komische Koralle oder sowas. Wäre auch schlecht, jetzt noch so einen Spinosaurus zu begegnen, ne? Wird hier immer flacher. Was ist das da vorne? Was leuchtet da so? So eine ja, okay. So ein Vieh. Mit ihrem Gift. Ich glaube, ich mache gerade einen Fehler und fahre in den Sumpf rein. Ich bin mir da echt nicht sicher. Komm hier nicht mehr weiter. Dreh um. Zurück. Zurück. Hier ins tiefe Wasser. Das war nicht so gut. Ein Glück, bin ich hängen geblieben oder so. Fahren wir hier mal lang. Ich werde mir das heute Abend oder wahrscheinlich morgen mal angucken, wie dann mit den anderen Karten geht auf dem Server. Ob da reicht, dass ich nur den Namen der anderen Karte angebe. Kann man diese Dateien ja noch wegsafen. Noch ein Spielstand. Bin mal gespannt, was jetzt noch kommt, aber ich schätze mal, das wird eine kalte Region sein. Und jetzt habe ich wegen Nacht Ostzeichen, aber denke mal, je weiter ich in die Richtung vorstoße, umso kühler wird es werden.
Huch. Aber wieder so eine Koralle oder so eine Art Sandbank. Gegen gedonnert. Ich denke, meine komplette Umrundung werde ich nicht schaffen. Da will ich erfrieren in der kalten Region. Da müsste ich mir dann ein Lagerfeuer direkt neben mir bauen, was dann läuft die ganze Zeit. Das ist meine Fackel nur noch kaputt. Das macht die Sache nicht gerade einfacher. Eieieiei. Wird das denn nicht schon langsam wieder hell? Würde helfen. Hey, ich kann die sogar reparieren. Cool. Na denn. Wieder ausgepackt. Kältezeichen ist nicht mehr, also kann ich noch eine Weile in die Richtung fahren. Ich glaube, das hier ist auch wieder so eine Art Sumpfgebiet. Werde ich mal nicht so dicht dran fahren. Da fliegen dann meistens so eine kleinen Fliegen rum. Und die sind auch nicht gut. Die sind schneller als das Schiff hier. Also so an sich ist der Island auch schon riesengroß, ne? Das ist da gerade ins Wasser geschwommen. Ein Krokodil oder sowas. Ah, weg hier. Das kann nämlich genauso schnell schwimmen wie mein Floß. Wenigstens wird schon wieder Tag. Ich sehe schon wieder ein Hai rumschwimmen hier.
Folgt mir. Was? Sieht nicht so aus. Machen wir hier kurz einen Zwischenstopp. Trinken einen Schluck und füllen mein Wasser auf. Nein. Zum Reuterfahren. Mal sehen, was hier noch so alles kommt. Ah, sieht aus wie Untiefen. Wenn ich mal ein bisschen größeren Abstand fahren. Das Schöne ist, am Tag kann man immer noch ein bisschen unter Wasser sehen, was so ist. Zum Beispiel den Hai hier. Wow. Oder war das die Insel, die ich meinte? Muss das hinten eine andere gewesen sein? So viel Platz. War die das? Ich glaube, das war die sogar. Bin schon halt drei Viertel rum. Fahren wir mal in die Richtung. Gucken, was hier noch kommt. Schon so ewig her, wo ich Seilen mal gezockt hatte.
Und das Essen in der Tasche ist schlecht. Das sieht schon so aus, als ob gleich so ein kalter Bereich kommt. Oh ja. Die ist kalt und der Eiswürfel. Das heißt, ich verliere Leben. Wenn der Eiswürfel kommt, dann verliert man Leben. Immer so pro Minute oder pro Sekunde ein bisschen. Sind wir nämlich hier oben und die andere Ecke hier oben ist komplett da in die Richtung. Ist komplett Eis. Man sieht ja schon seinen Atem hier. Oder kommt das vom Schiff? Tja. Könnte man hier in der Nähe zum Land fahren, oder eigentlich mitten auf dem Wasser stoppe. Hier so vielleicht. Ja, da vorne ist ja auch schon Eis, also alles weiß. Das sind so eine Polarregion. Da brauchen wir denn Fell von irgendwelchen Viechern, die Fell haben. Und sie sind meistens gefährlich, die Fell haben. Wie gesagt, sonst würde ich mir heute Abend nochmal angucken, wie das funktioniert mit einer anderen Karte. Ein Backup machen von den Zähler, von den Stand hier, Spielstand. Mal gucken, dass ich den morgen sozusagen mit einer anderen Karte nochmal starte. Vielleicht sogar mit der ganz neuesten. Das würde Sinn machen, ne? Gucken wir mal kurz. Tidim, tidim. Ansonsten hier, wer noch Ark spielt, gebe ich euch mal rüber. Danke schon mal, dass ihr zugeschaut habt. Hi sehr. Ich mache jetzt aber aus, ne? Ich poste euch weiter zu einer Bekannten, die spielt auch Ark. Toll, denn das ist die Qualität, kommt die nächste Werbung. Twitch, GG. Oder mache ich einen Raid? Könnte ich auch einen Raid machen, ne? Machen wir. Wie gesagt, danke schön, dass ihr hier wart. Bin morgen wahrscheinlich wieder da.
Charlie sagt Danke und winke, winke. Was war das? Oh, Charlie, hallöchen. Danke für dein Raid. Ich wusste gar nicht, dass dieses Geräusch ein Raid ist.